Guten Morgen, liebe Freunde. Was war das denn für ein guten Morgen? Das war nicht gut. Das musst du nochmal sagen. Guten Morgen. Guten Morgen. Liebe Freunde des besten Formats hier auf YouTube, wenn es um Musik geht. Und wenn ihr einen Mops braucht, der hier gerade ganz kurz im Bild zu sehen war und sich jetzt unter dem Tisch versteckt und uns mit seinen süßen Glubschaugen anschaut. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt einen wunderschönen Sonntag und relax das Wochenende jetzt noch gerade so schön fertig raus. Sunday, Fun Day. Nee. Until it's Monday. Ich hoffe bei euch wenigstens. Ja, genießt es. Genießt den Sonntag, macht euch da was Schönes und guckt alle Videos, die wir bisher produziert haben. Das sind ja nur zwei täglich, das kann man schon mal nachholen. Meine auch. Habe ich gehört, denn sowas wie Binge-Watching auf Netflix ist ja Standard. Warum nicht auch auf YouTube Binge-Watching? Ja, dafür hast du ja deine Playlists auch. Richtig. Bei YouTube, da könnt ihr einfach anklicken und dann läuft es einfach durch. Genau. Gerade gar nichts mehr machen. Gerade die Pro vs. Con Playlist zum Beispiel, die besteht größtenteils eigentlich wirklich nur aus uns beiden. Da ist zwischendrin auch mal jemand anderes dabei. Aber da vor allen Dingen eben auch viel, viel, viel K-Pop. Also klickt einfach mal auf die Playlist und könnt ihr durchlaufen lassen. Ist, glaube ich, echt mal ein interessantes Ding. Und ansonsten gibt es ja auch die Producer-Reagiert-Liste, wo ich auf alles andere alleine dann reagiere. Und da könnt ihr, glaube ich, dann einiges vor allen Dingen auch lernen und einiges Cooles Neues dann auch hören. Oder deine Playlist, wo du selbst produzierst, die gibt's auch noch. Ach stimmt, habe ich voll vergessen. Mache ich ja auch. Guck da mal rein. Ja. Ihr vergesst die bestimmt nicht. Da sind nicht ganz so viele. Ich hab die auch nicht vergessen. Da sind nicht ganz so viele Videos drin, aber dafür vielleicht auch interessanter, weil ich dann wirklich dann auch zeige, wie so eine Produktion dann abläuft, wie sie aussehen kann und was auch Schönes draus entstehen kann. Butch. Ja. Was ist dein Wort zum Sonntag? Sein Gehechel. So, heute gibt es wieder eine neue Gruppe. Wir sind hier wirklich gerade am viel Neues abchecken, damit, ja, weiß ich nicht, wir echt mal so das ganze Spektrum da mitnehmen können. Ist, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr interessant. Heute mit Wanna One. Wir gucken die ganze Zeit Neues, aber ja, es hört nicht auf. Es stimmt tatsächlich, also es ist echt immer sehr viel Neues. Wanna One. Wanna One. Mit dem Song Energetic. Sunday Fun Day. Was ist denn das jetzt, ey? Keine Ahnung, das denke ich mir jeden Sonntag. Wo ist meine Shiny Shein-Werbung? Oh, Kassetten. Geil. Wie viele sind das? Okay. Sind das alle oder sind auch Tänzer dabei? Ich weiß nicht, ich glaube, das sind alle von der Gruppe. Krass. Schönes Klavier, ne? Das ist direkt mehr. Ja, ja, direkt mehrstimmig tatsächlich. Also man hört einmal die Main Vocal in der Mitte so ziemlich zentral vor sich. Hört es am besten mit Kopfhörern, dann könnt ihr das auch nochmal unterscheiden. Der ist aber dann tatsächlich auf hart rechts und hart links gedreht. Jeweils dann auch noch eine Stimme, die das höher singt. Also wirklich mehrstimmig hier direkt unterwegs von vornherein. Direkte Energie. Aber dafür auf sehr minimalistisch instrumental hier nur diese Keys gelegt, also vom Keyboard. Aber voll interessant, weil das klingt, hat sowas von Flüstern auch, die hinteren Stimmen, weil es immer so wie so kommt. I don't know why, 나도 모르게 또 빠져들어가 Nur die Snaps, ne? I don't know why, 지금 이 순간 멈출 수 없는 기분, no, 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 no Make me feel so high, 미치겠어 날 멈출 수 없어 You make me feel so high, I'm so crazy 너가 나를 보 Die Hook war ja
ja mal mega geil, wie die jetzt eingestiegen ist. So ein bisschen trocken mit diesen kurzen Pausen dazwischen, dass man da so einen richtigen Bounce, einen richtig coolen Groove hat. Richtig, richtig was geil. Dieses, was immer so von links nach rechts, von rechts nach links. Boah, das wird irgendein Effekt sein. Ich hatte auch die Vermutung, ob es irgendwas mit einer Stimme tatsächlich gemacht ist. Und vielleicht mit so einem Synthesizer halt. Hat eigentlich fast schon dieser Synthesizer an sich so 80s-mäßig, aber klingt gar nicht so krass nach 80s. Ja, so, ja, also ich fand jetzt, ja, nicht so 80s, aber ja. Ah, du meinst, welchen meinst du denn? Diesen din. Sag's mir gleich nochmal in der nächsten Hook. Okay. Hören wir weiter. Oh mein Gott, wie geil. Das muss ein Traum sein, diese Szene. Alter. Oh mein Gott. Ja gut, vielleicht schaffen wir es dann auch zu Dunkin' Donuts mal eben. Der hat nicht mehr aufgehört. Nee, der ist auch doof hier. Ja, der ist echt nicht so gut hier in Köln. Nee. Der ist ein bisschen ranzig irgendwie, ne? In der Schildergasse. Ja. Gibt's nicht noch einen? Das sind beide ich glaub, da. Ich glaube, am Hauptbahnhof. Ist der besser? Also echt cool, auch sein Rap-Part, echt krass. Also, hä? Also wir hatten ja gar nicht auf dem Schirm, die Gruppe, richtig cool. Auch immer hier schön gedoppelt, ne, im Rap-Part, immer dann so zwischendrin einzelne Sätze, hart rechts und links, jeweils eine Stimme, noch eine Stimme und dann eben die Main-Vocal. So. Und hey! Ja, so hey. Adlibs eben zwischendrin, also Adlibs sind dann sowas wie Hays und Ace und Skrr! Das Geile ist, hier in dem Pre-Chorus, es fällt vielleicht besonders auf bei dem High. Ich fand's witzig, weil ich erst dachte, dass sie es vielleicht extra gemacht haben, weil er da High sagt und die dann vielleicht vorher so reingeschnitten haben noch, weil es dann so ein High, also vorher ist so ein, als wäre so ein Atmer drin, aber das ist tatsächlich jedes Mal drin vor dieser Stelle, also es wiederholt sich dann. Krass. Achtet mal drauf. Das nicht mal unbedingt so ein auf einmal, sondern wie so gechoppt ein bisschen, so ein Echt? Nee, ach so, das kommt. Das ist von einem Instrument, was noch mit dran liegt. Also ich meine wirklich nur diesen Sound. Weil da ist für mich noch so ein das ist so auf diesem selber. Ja. Das kann sein, weil da noch ein Effekt drauf ist, dass der sich, dass er halt, dass es nicht ein konstanter Ton einfach, sondern der bewegt sich auch ein bisschen. Das kann ein Flanger oder sowas ähnliches sein, dass er so ein bisschen, als ob der so einen Stutter-Effekt hat. Vielleicht genau, haben die genau. auch einen Stutter-Effekt drauf gemacht, aber den nur ganz leicht reingedreht. Das geht auch. Also, dass man den nicht so komplett abgehackt, sondern so ein das ist nur so ganz, ganz leicht dazu noch. Ja, das ist drauf, ja, richtig. Das meinte ich. Ach nee, so. Das meinte ich nicht. Da. Ja, das ist eine Stimme. Das ist eine Stimme, ja. Aber eben genau mit einem Stutter-Effekt drauf, ein Vinyl-Stop oder Tape-Stop-Effekt, dieses am Ende und eben mit diesem Panning-Wechsel, hart rechts, links, ja, süßer Frenchie ist das, ne? French Bulldog. Und auch hier dieses. Ich glaube, das sind auch tatsächlich Vocals, die verzerrt und moduliert wurden, so dass es dann. Ey, dass du jetzt gehst, kann ich nicht nachvollziehen. Ich hab nicht du hast es dir verkniffen. Das ist immer so, bald wir hier Videos machen, fängst an. Ich weiß auch nicht.
Auch geil, hier im Hintergrund auch wieder alles auf Vocals, die hinten so laufen, so richtig flächig eigentlich noch da genutzt werden. Das sind, waren Vocals. Stimmt, die man vorher schon kurz lauter gemacht hat. Ja, genau. Und dann zerläuft sich das langsam immer mehr, so im Raum quasi. Auch mit Reverb, Automation und so weiter. Voll geil genutzt. Also sehr viel hier mit Vocals gearbeitet, die ja als Instrument dann umgesetzt wurden. Jetzt packen ja am Ende haben sie alle ausgepackt in ihre Klasse. Hast du gesehen, Supreme Cap? Ja, yeah, Misbehave Polly. Okay, wie viele sind's? 3, 6, 9, 10, 11. Echt? Ja. 3, 6, 9. Krass. Ein fetter Song, ey. Halt richtig groovy, schöner Bounce in der Hook. Gute Laune, ich hab doch gesagt, Sunday, Fun Day. Das passt echt. Muss nur noch die Sonne scheinen. Wahnsinn, echt coole, coole Nummer, muss man sagen. Hat mir richtig gut gefallen, auch vom Mix her. Also das Mixing, tontechnisch fand ich sehr, sehr gut, muss ich hier sagen. Geiles Ding. Sehr geiles Ding. Voll krass. Cool. Und die hat mir wirklich noch gar nicht auf dem Schirm, noch gar nicht analysiert. Auch gerade am Wenn Ende ihr hier was schnarchen mal hört, ist es der Mops übrigens. Auch gerade am Ende nochmal die Vocals, was sie ausgepackt hatten. Gerade der eine, der mit diesem hohen Ton und dann noch diesen. Ja. Richtig krass. Coole Nummer, macht richtig Bock. Von wann ist sie? Die ist ja noch gar nicht so alt, oder? 7.8.2017. Oh, okay, krass. Krass. Ey, nicht schlecht. Cooles Ding. 116 Millionen. Und ein Like mehr dazu. Genauso wie es bei mir hoffentlich auch macht. Jedes Mal. Ich hoffe und weiß doch, dass ihr es tut. Und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Und natürlich auch für die Ehrenfrau. Schaut auch gerne bei ihr vorbei. Denn heute kommt hoffentlich auch ein Video von ihr auf ihrem Kanal. Bei ihr auf YouTube. Ich bin gespannt. Weißt du, was du machst? Mhm. Echt? Ja. Yeah. Aber dafür guckt ihr auf meinen Kanal. Richtig, schaut vorbei, es wird eine heiße Überraschung. Und ansonsten gibt es ja bestimmt auch was vom Mops zu sehen oder von den Möpsen. Gut, alles klar. Okay. Bis zum nächsten Mal. Sunday, Funday.